Hüter, was ich dir jetzt sage, muss unter uns bleiben. Während unseres Kampfes hat sich auf dem Merkur ein uraltes Tor geöffnet, dem eine Maschinenarmee aus der Vergangenheit und der Zukunft entspringt. Sie wollen das Universum nach ihrem Bild formen. Jemand hat genau diese düstere Zukunft vorhergesehen. Er war mein Mentor, Osiris. Mit dem Fluch des Osiris ist endlich die erste Inhaltserweiterung für Destiny 2 angekommen. Ich möchte es mir nicht nehmen lassen, euch in diesem Video, wenn auch ein bisschen verspätet, zu erklären, ob sich der Kauf lohnt oder ob man die Erweiterung lieber nicht holen sollte. Also begeben wir uns auf die Spuren vom Fluch des Osiris. Ein knappes Vierteljahr nach der Veröffentlichung von Destiny 2 bringt uns Entwickler Bungie endlich die erste Inhaltserweiterung zum Spiel. Einige Systeme wurden dabei abgeändert, wir erhalten Zutritt zum Immerforst und erkunden den Planeten Merkur in Destiny 2 zum allerersten Mal. Doch warum das Ganze überhaupt? Im Auftrag von Ikora Ray werden wir zu einer geheimen Mission geschickt. Die Wax planen mal wieder einen unglaublich bösen Geniestreich und sind kurz davor, das Universum zu vernichten und nach ihren Vorstellungen umzugestalten. Allem Anschein nach ist Osiris, einer der mächtigsten Warlocks aller Zeiten, ebenfalls in den Konflikt verwickelt und zusammen mit unseren Verbündeten begeben wir uns auf die Suche nach ihm, um den finsteren Plan der Wax zu stoppen. Blöd nur, dass die Story mit ihrer Erzählweise kaum über diese oberflächliche Darstellung hinwegkommt. Mit Osiris hätte man die Chance gehabt, einen großartigen neuen Charakter zu etablieren und dem Spiel weitaus mehr Tiefe zu verleihen. Stattdessen bekommt man simple Dialoge und eher noch mehr Fragen aufgeworfen, als man sowieso schon zur Story von Destiny hat. Der Immerforst ist ein sich ständig änderndes Gebiet und bietet so viel Potenzial, doch auch das lässt Bungie einfach liegen. In puncto Story ist der Fluch des Osiris also leider enttäuschend und das finde ich sehr schade. Denn neben den potenziell interessanten Charakteren, von denen ich mir mehr Tiefe gewünscht hätte, bietet die Erweiterung eine der wohl hübschesten Aussichten, die man in Destiny 2 sehen kann. Und einen absolut grandiosen Soundtrack, der es wieder mal versteht, die Spieler mitzureißen. In diesem kleinen Abschnitt fühle ich mich zwar ein bisschen an No Man's Sky erinnert, aber die farbvolle Welt ist so schön anzusehen und das Prinzip der Zeitreise bringt so viele Möglichkeiten mit sich. Möglichkeiten, die Bungie aber einfach ignoriert und nur selten etwas Schlaues damit anstellt. Jetzt mal ehrlich, warum besuche ich in einer Erweiterung, in der ich Neues als Spieler erleben möchte, Orte, die ich schon viel zu oft aus dem Hauptspiel kenne und die auch viel zu oft in diesen DLC vorkommen. Das ist kein gutes Missionsdesign, Bungie, das ist einfach nur langweilig. Und auch das neue Gebiet, also der Merkur an sich, ist leider viel zu klein, farblos und wirkt auf mich sehr uninspiriert. Also die ganzen Patrouillenmissionen und was man darauf machen kann, sind nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Schade, Bungie. Die neuen Strikes hingegen machen Laune. Der neue Raid ist meiner Meinung nach spannend. Und auch die Bosskämpfe des DLCs sind eine willkommene Abwechslung. Aber reicht das letztendlich auch aus? Der Fluch des Osiris ist wahrlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite haben wir einen großartigen Soundtrack meiner Meinung nach, interessante Charaktere und auch interessante Ideen und Ansätze. Auf der anderen Seite wirkt das Ganze nie so wirklich zu Ende gedacht und dem namensgebenden Osiris, dem fehlt es wahrlich an Charaktertiefe dafür, dass die Erweiterung nach ihm benannt ist. Und Merkur, der neue Planet, ist mir viel zu langweilig und auch monoton.
aller, die einfach mit mehr Destiny 2 zufrieden sind, mit mehr Destiny 2, was wir schon kennen, also mit einer Story, die so lala ist, ja, denen kann ich das nur empfehlen. Die bekommen hier einfach mehr von den gewohnten Gameplay, was wir sowieso schon kennen. Wer aber jedoch auf besseres Endgame hofft, auf eine tiefgründige Story und die Geschichte des großen Warlocks Osiris erzählt bekommen möchte, der sollte lieber Abstand von dieser Erweiterung halten, denn mit dem DLC tut sich Bungie keinen Gefallen und auch Destiny 2 bewegt sich damit keinen Schritt nach vorne.